alle recht herzlich willkommen heißen. Ich glaube, es ist gut, dass man solche Veranstaltungen auch ein wenig festlich eröffnet. Es ist ja heute und morgen geplant durch das Europa-Rosarium Sangerhausen, verbunden mit der Rosenkönigin Sophia Verena Koch, Rosen aus der größten Rosensammlung Europas zu präsentieren, unterstützt natürlich auch durch einheimische Gartenbaubetriebe, Gärtnereien, die Gärtnerei. Das ist ein idealer Standort, richtige Sortenwahl und ob man mit den Rosen auch reden oder so ein bisschen drüber schreiten. Also Chemie wäre absolut nicht meine Empfehlung. Gut, im Rosal müssen wir das machen. Das ist mehr oder weniger eine Monokultur. Das sind aber tausende Rosen, die nebeneinander stehen. Auch sehr viele kranke Sorten, die wir aber erhalten. Ne? Es gibt Rosengärten, wo man sagt, raus damit, wir sammeln diese Rosen. Ja, und schnell was. Sie sind jetzt eingeladen, ein wenig sich über Rosen zu informieren. Es gibt auch ein Gewinnspiel. Da können Sie eine Cabrio-Wochenendfahrt gewinnen. Eine Reise nach Berlin, nach München. Alles ist dort vorne ausgeschrieben, sodass Sie sich an dem Gewinnspiel beteiligen können. Wem es dann nach einer kleinen Erfrischung gelüstet, der kann die hier hinten einnehmen. Und ich darf Sie nochmal sehr herzlich einladen, wer Zeit hat, heute Abend 19 Uhr in die evangelische Stadtkirche zu kommen, Lieder und Gedichte der Rose gewidmet. Und noch einen schönen Aufenthalt. Dem Grund, warum und wie.